Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio der Daniel mal wieder und ich bin der Sashi. Ja. Er nimmt es mir immer vorweg. Ja, entschuldigen Sie. Ja. Macht ja. Nichts. Heute haben wir den 6. September und am 6. September, September, so jetzt kommt es raus, haben wir wieder ein prominentes Geburtstagskind und das ist Franz Josef Strauß. Der gute Franz. Kennst du? Ja, kenne ich. Ja. Bayerischer Ministerpräsident, 100.000 Millionen Jahre gewesen und ja, der ist geboren worden 1915. Jetzt guckst du blöd, ne? Alle Knochen, ja. Ja, genau. Ist natürlich schon dahin. Ist gestorben, warte mal, ich guck mal gerade, ist gestorben am 3. Oktober 1988. In Regensburg auch noch. Geboren ist er in weiß ich nicht, steht hier nicht. Doch, in München geboren, Ja, ja. Das ist Franz Josef Strauß gewesen. Aber am 6. September ist ja noch was. Ja, Nationalfeiertag in Bulgarien. Nationalfeiertag in Bulgarien. Alle Bulgaren da draußen hier, alles Gute zu eurem Nationalfeiertag. Feiert wir haben schön. Eine ganz große Fanbase in Bulgarien, ja. Sage ich jetzt mal. Und am 6. September ist auch ein Film herausgekommen. Und den fand ich ja als Kind richtig geil. Ja? Witwer mit 5 Töchtern. Kennst du den? Kenn ich. Ja. Mit Heinz Erhardt. Saugeil. Ich fand den voll witzig. Ja, als Kind habe ich den 1000 Mal geguckt. Mittlerweile habe ich den ja schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Ich würde ihn wieder gerne gucken. Heinz Erhardt, findest du gut? Heinz Erhardt ist für mich ein Sprachgenie. Also, ja, ist 100%. Würde ich gerne wieder gucken. Ja, gucken wir mal zusammen. Ja, können wir machen. Und ein Bierchen dazu. Der trinkt immer Bierchen hier. Gut, trinke ich auch. Ja, Prost. Ja. Aber wir haben noch ein Thema. Ja, am 6. September nicht nur Bier und Heinz Erhardt. Am 6. September 1951 schoss der amerikanische Kultschriftsteller William S. Burroughs seine eigene Frau aus Versehen. Aus Versehen? In Mexiko. Sie wollten, also er war leicht angetrunken, so wenn ich das richtig gelesen habe, und sie wollten die Szene von Wilhelm Tell nachstellen, wo er seinem Sohn den Apfel vom Kopf geschossen hat. Entschuldigung. Und ist ja gar nicht lustig, ne? Naja, nicht ja, lustig. Ja, Frau ist ja dahin. Ist halt schief gegangen, er hat irgendwie, musste beim Zielen, hat er wohl aufgestoßen, das ist wirklich wahr, und zack, hat er ihr schön in die Stirn geblättert. Weil er aufgestoßen hat. Ja, ist so gesagt worden, so geschrieben worden. Ja, die waren voll wie ein Pisspot, ja. Und wollten die Wilhelm Tell-Szene nachspielen mit einer Pistole oder was? Nee, mit was jetzt genau stand nicht drin, aber es gut, ein Armbrust ist auch doof. Ja. Ja, super Idee. Musste 1952 dann, also ein knappes Jahr später, Mexiko verlassen. Ist dann ein bisschen um die Welt gechattet, weil er einfach da keinen Regress für leisten musste. Und hat sich dann nach einigen Ländern in Tanga in Marokko niedergelassen. Tanga ist ja ein angenehmes Land. Tanga? Hm. Achso, du meinst die Hauptstadt String, ja? Ja, genau. Ja, String-Tanga, ist klar. Ja. Ja, das war der 6. September. Am 6. September haben wir jetzt ganz, ganz viel gelernt. Und morgen, am 7. September, sehen wir uns wieder. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Ihr könnt den Kanal abonnieren, ihr könnt das Video liken und ihr könnt mal bei unseren Partnern reingucken. Die sind ja alle aufgelistet hier in der Beschreibung. Ihr könnt euch so ein Bio-Bier besorgen. So ein Bio-Bier könnt ihr euch auch besorgen, genau. Und ich sage bis dahin, Cheerio, Miss Sophie.